So, dann hängen wir die erstmal auf. Nicht wahr? Was ist denn das da für ein Bogen? Ist es so hier? Das ist dieses Stück Land. Ja, genau. Gehen wir mal hier rüber ein bisschen. Dass wir links unten die Ecke noch ein bisschen mit erfassen. So, gleich haben wir es. Okay, prima. Drehen wir wieder um. T. Spawn. Zack. Beinahe wären wir abgesoffen, aber das ist egal. So, das ist jetzt die obere da. Die behalte ich aber erst nochmal. Hängen wir erstmal die auf. Das ist diese und das ist diese. Zack. So rum. Und die wäre jetzt dann da links. Aber ich muss nochmal gucken, ob ich mir noch eine Karte. Mein Gott, ich bin aber auch so ein was von. Dödlich. Ich brauche also noch einen Kompass. Kompass kriegt man mit Redstone und ja. Ist hier irgendwo Redstone drin? Nein. Also Redstone, Eisen. So, gucken wir mal, ob wir noch irgendwie Eisen haben. Eigentlich müssten wir noch Eisen und Papier. Redstone haben wir auf jeden Fall. Eisen haben wir. Ja, das habe ich ja immer gut benutzt. Also wie viel Eisen brauchen wir denn? Wir brauchen... Wie geht überhaupt so ein Kompass? Habe ich nicht noch einen Kompass hier? Nee, habe ich nicht. Da, sowas. Das Ding ist auch voll. Da habe ich doch Eisen. Ach Mann. Da habe ich auch noch Eisen. Na sehen Sie, geht doch. So, also. Redstone. Wie war das jetzt? Ein Redstone und vier Eisen, ne? Ja, super. So, dann Papier. Also den Kompass mit Papier umschlossen. Na, alles klar. So, und jetzt nehme ich mal die Karte und so, die andere habe ich ja irgendwo reingeschmissen. Das war die falsche, ne? Da oben hängt die Achter. Die ist verkehrt. Die könnte man eigentlich auch in den Müll schmeißen, aber vielleicht brauche ich sie nochmal. Also, jetzt gehen wir dann mal darüber. Wieder auf die Insel von dem Kollegen hier. Und dann werde ich da nach links gehen. So, hier komme ich an. Müssten wir hier drüber springen. Geht natürlich nicht. Und jetzt schwimme ich einfach darüber, wenn es denn geht. Da auf die Halbinsel hier. Und dann werde ich da mal abscannen. Mit der neuen Karte, dann werden wir es ja wohl richtig gemacht haben jetzt. Okay, das sieht so aus. Und dann kann ich jetzt mal drauf gucken. Hey, superbe. Und bisher ist ja nur Wald. Aber man sieht hier zum Beispiel auch
dieses Kiesfeld hier. So. Hoch. Da kommt irgendwo Erfahrung aus den Büschen heraus. Ich brauche hier gar nicht mehr hüpfen, Mensch. Ich habe doch hier das eingeschaltet. So. Jetzt gehen wir mal hier hoch. Na? Also schon praktisch irgendwie, aber praktisch und nervt trotzdem ab und an. Ah, hier sind die Wege, genau. So, und mein Weizen ist auch fertig. Aber wir werden erstmal die Karte fertig machen. Da hinten. T-Spawn, zack. So, das ist jetzt die obere hier. Und das ist die untere. So. Super. So, da ist das ein bisschen schöner. Man müsste die ganze Karte jetzt um eins noch anheben eigentlich, damit man dann auch hier unten das noch drauf hat. So, das ist von Michele, ne? Hier ist das Rathaus Michele. Ja, und dann müssten wir hier noch rechts weiter bauen. Da soll ja auch was entstanden sein. Da hinten habe ich gehört. Wollen wir da mal hingucken? Oder? Naja, auf jeden Fall haben wir die Karte erstmal. Man müsste das ganze Ding sowieso dann noch irgendwie verschieben. Vergrößern, verschieben. Vergrößern nach oben, verschieben nach links. Ach ja. Irgendwann wird das ein richtig riesen, eine Riesenkarte werden hier. Was ist das für ein Pfosten? Alle Angaben ohne Gewehr. Gut. Dann machen wir, ich weiß gar nicht, was das hier soll. Was hast du denn da gemacht? Was ist denn irgendwie ein Fehler im Server? Oder so? Keine Ahnung. Es gab ja auch schon mal hier bei Onkel Poppy so ein Problem. Deswegen hat er ja sein Haus neu gemacht. Was wird das eigentlich hier? Ja, du brauchst ja jetzt eigentlich gar keine Stufen mehr so richtig, ne? Man kann jetzt hier über die richtigen normalen Wege schon rüber hüpfen. So, hier bräuchte man dann noch Geländer, damit wir das so ähnlich haben wie dann wie da. Und wie weit geht jetzt mein Grundstück? Das ging bis hier, genau. Baustelle. So, und dann hatte ich ja gesagt, dass wir hier unten drunter noch bauen wollten. Ach, jetzt kann ich hier sogar drüber springen. So, hier sind wir noch. Da hatte ich ja schon was abgegrenzt. Ne? Da ist ja noch, da kommt ja dann spült, habe ich das geschrieben, kann sein. So eine Scherzchen mache ich ja manchmal. Springen wir mal, zack, hier rüber. Rump and Gun. So, Stimme ist ein bisschen besser, als sie jetzt bei Chain Fever war, aber naja. Brüsterchen. So, wir wollen mal weiter aushöhlen hier unten. Was haben wir denn? Wir haben eine Effizienzspitzhacke. Eisenspitzhacke. Bist du schon fertig tatsächlich? Prima.
Da können wir eigentlich jetzt weiter mit Eisen Spitzhacken arbeiten, ne? Die tue ich mal irgendwie weg, außer müssen wir mal sortieren. So, schlafen.